des 19. Jahrhunderts haben die deutschen Gesandten ihre Berichte französisch geschrieben. Im Jahre 1570 waren drei Viertel aller Bücher lateinisch. Die französischen Entlehnungen machen sich geltend, besonders auf den Gebieten des Kriegswesens. Truppe, Garde, Ingenieur, Degen, Alarm, Offizier, Arme, Bombe, des Hoflebens und der Etikett, Audienz, Appetit, Konversation, Kavalier, Dame, Plaisir, Galant, Charmant, der Mode, Korsett, Manschett, Brünett, Frisieren, sich amüsieren, Pomade, Mode, Perücke, der Baukunst. Etage, Portier, Allee, Fontaine, Pavillon. Besonders zahlreich war die Entlehnung aus dem Französischen des 16. und im 17. Jahrhundert. Diese Periode der beispiellosen Nachäffung von französischen Modetorheiten ist in die Geschichte als Alarmmodezeit eingegangen. Außer der eben erwähnten Wörter können hier auch folgende Beispiele genannt werden: Galerie, Loge, Fassade, Balkon, Terrasse, Garderobe, Kabinett, Salon, Möbel, Sofa, Buffet, Kostüm, Puder, Friseur, Parfüm, Serviette, Servieren, Ringout, Omelette, Sauce, Marinieren, Kompott, Konfitüre, Marmelade, Tort, Biskuit, Limonade, Ballett, Ball, Maskerade, Promenade, Dame, Billard. Ziemlich große Entlehnungsschrift aus dem Französischen war eine Folge der bürgerlichen Revolution: Revolutionär, Revolutionär, Bürokratie, Komitee, Demokrat, Emigrant, Fraktion, Organisation, Fortschritt. Die Latein, da Latein in erster Linie die Sprache der katholischen Kirche war, so ist es selbstverständlich, dass die Zahl lateinischer und griechischer Wörter besonders hoch in der Sprache der Kirche war. Reliquie, Prozession, Requiem und so weiter. Im Bereich der Wissenschaften wurden aus dem Lateinischen solche Wörter übernommen wie Text, Traktat, Philosophie, Logik, Materie, Addieren, Subtrahieren, Dividieren, Komet, Orient, Medikament, Medizin, Podagra. Im Bereich Jurisprudenz wurden aus dem Latein folgende Wörter entlehnt: Protestieren, Appellieren, Advokat, Amnestie, Prozess, Konfiszieren. Das Latein war gleichsam die Sprache der Schule und der Universität, Akademie, Auditorium, Aula, Examen, Fakultät, Gymnasium, Doktor, Interpretieren, Rektor, Professor, Student. Der Handel mit benachbarten und entfernten Ländern trug dazu bei, dass sich die deutsche Sprache durch viele neue Wörter bereicherte, darunter durch niederländische Süden, Düne, Stoff, Börse, Unkosten, Glieder, Stockfisch, italienische. Netto, Konto, Brutto, Käse, Kasse, Kredit, Bankrott, Muster, Golf, Kompass, Fregat, Galerie, Kapitän. Slawische, Peitsche, Petschaft, Haubitze, Pistole, Säbel, Knute, Gurke. Arabisch, Alchemie, Algebra, Alkohol, Arsenal, Atlas, Azimut, Balsam, Beduin, Elixier, Emir, Fakir, Gamasche, Gazelle, Giraffe, Harem, Islam, Kaffee, Kamel, Maske, Matratze, Mosche, Rasse, Sirup, Sultan, Watte, Ziffer. Persische, Bazar, Benzin, Divan, Jasmin, Karawan, Paradies, Schach, Schall, Spinat, Teppich, Tiger, Tiger, Tulpe, Turban. Indische, Aloe, Dschungel, Korall, Nirvana, Panther, Pfau, Pfeffer, Reis, Pyjama, Saphir, Schakal, Smaragd. Malaiische, Atoll, Bambus, Kakadu, Orangutan, Tabu, Tätowieren. Chinesische, Taifun, Tamam, Tamtam, Tee. Afrikanische, Banane, Baobab, Basalt, Gnu, Gorilla, Schimpanse, Tsetsefli. Amerikanische, Coyote, Jaguar, Kakao, Kannibal, Kaczuk, Kautschuk, Kolibri, Samanen, Schokolade, Tabak, Ananas, Orkan, Totem.
australische Bumerang-Känguru. Der italienische Einfluss machte sich in der deutschen Sprache nicht auf dem Gebiet des Handels geltend, sondern auch im Kriegswesen. Kanon, Granat, Grenadier, Soldat, Kavalier, Infanterie, Artillerie, Kommando. Auch Gebiete Kunst und Musik haben viele Entlehnungen aus dem Italienischen geliefert. Adagio, Allegro, Andante, Fortissimo, Solo, Arie, Violoncello, Oper, Konzert, Mandolin, Bariton, Operette, Sopran. Bis zum 18. Jahrhundert war der Einfluss des Englischen nur gering. Später wurde aus dem Englischen ziemlich viele Wörter entlehnt. Bereich Literatur und Kunst. Ballade, Sentimental, Elfe, Humor. Bereich Staats- und Rechtswesen. Parlament, Adresse, Debatte, Thron, Rede, zur Ordnung rufen. Bereich öffentliches Leben. Club, Streik, Boykott, Leitartikel, Heilsarmee. Bereich Sport. Boxen, Sport, Paddeln, Trainer, Start, Outsider, Tennis, Match, Champion, Hockey, Bobsleigh, Fußball, Bereich Mod, Frack, Reglan, Carré, Pullover, Sweater, Bereich Essen. Pudding, Keks, Punsch, Portwein, Roastbeef, Rumpsteak, Bereich Technik, Tunnel, Lokomotiv, Lift, Koks, Dampfer, Expresszug. Im 20. Jahrhundert wird besonders stark der Strom englischen Entlehnungen in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Killer, Superman, Clever, Schlau, Drink, Schlock, Party, Sex, Thriller, Blue Jeans, Good Looking, Cinema, Film, Producer, Happy End, Band, Fan, Cup, Gym, Swimming Pool. Besonders stark war die Entlehnung aus dem Englischen in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Internet, Chatten, Handy, Hotline, Home, Story, Trends, Code, Call Center, Browsen, Calling Card, Electronic Commerce, E-Mail, Mailen, Newsgroup, Pager, Website, Boy Group, Blockbuster, Mystery Trash, Body Drill, Cruisen, Babysit. Aus der russischen Sprache sind früher exotische Wörter wie Samovar, Wodka, Balalaika, Trojka und so weiter übernommen worden. Nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution wurden aus dem Russischen solche Wörter übernommen. Sowjet, Bolschewik, Kulak, Arbeiter und Soldatenrat, Räterepublik. In der DDR-Zeit wurden viele Lernübersetzungen und Lernübertragungen geschaffen, die den deutschen sozialen Verhältnissen entsprachen. 5-Jahr-Plan, Planerfüllung, Wanderfahne, Prinzip der Kollektivität, Brigade der sozialistischen Arbeit, Held der Arbeit. verdienter Lehrer, Wandzeitung, Bestarbeiter. Linguistische Ursachen der Entlehnung. Als linguistische Ursachen der Entlehnung kann man folgende nennen. Das fremde Wortgut schließt Leerstellen im semantischen System der deutschen Sprache. Die aus dem Französischen entlehnten Farbebezeichnungen Beige, Orange, Violett, Lila, die Auffüllung thematischer Reihen und lexikalisch-semantischen Gruppen durch Entlehnungen expressive Synonyme kapieren, lateinisch. Leerstellen. Leerstellen. Die Auffüllung thematischen Reihen und lexikalisch-semantischen Gruppen durch Entlehnungen expressive Synonyme kapieren, zu begreifen, verstehen, krepieren, italienisch, kapieren, lateinisch, zu sterben, visage, französisch, Gesicht. Der Bedarf an euphemistischer Lexik,
korpulent lateinisch für dick. Transpirieren Französisch für schwitzen. Renommieren Französisch für prallen. Entlang von Fremdwörtern zur terminologischen Verwendung. Termini. Entlehnungen können zur Neutralisierung einer übermäßigen Polysemie beitragen oder zum Rückgang entbehrlicher Homonyme. Die Entwicklung der puristischen Tätigkeit auf den Wortbestand der deutschen Sprache. Unter Purismus versteht man eine Bewegung zur Sprachreinigung oder Purismus. Sprachreinigung. Es war. Oder Fremdwörterbekämpfung. Die Ursachen der puristischen Tätigkeit sind, wie bei jeder Zeilenerscheinung, konkret historisch zu verstehen. Der Purismus des 17. und 18. Jahrhunderts war Ausdruck des Kampfes um die Stärkung der deutschen Nationalsprache. Im Laufe des 17. Jahrhunderts wurden zahlreiche Sprachgesellschaften gebildet. Die erste und die bedeutendste von ihnen war die 1617 in Weimar gegründete fruchtbringende Gesellschaft, zu der Fürsten und Adelige und später auch bürgerlich gehörten Martin Opitz, August Büchner, Georg Philipp von Harsdörfer, Philipp von Zesen. Das Programm der fruchtbringenden Gesellschaft zielte im Grunde auf die Feststellung einer schriftsprachlichen Norm. Dann entstanden die aufrichtige Gesellschaft von den Tannen in Straßburg 1633, die Teutgesinnte Gesellschaft in Hamburg unter Leitung Philipp von Zesens 1643, der Hirten- und Blumenorden unter Georg Philipp Harsdörfer und Johann Klei 1644. Der Purismus des 18. Jahrhunderts ist mit der sprachprägerischen Tätigkeit von Heinrich Kampers verbunden. Er stellt sich die Aufgabe, eine Möglichkeit, vollständiges Wörterbuch der deutschen Sprache herauszugeben. 1801 erschien Kampers Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgegründeten fremden Ausdrücke. Fremdwörter würden in Kampers Wörterbuch nicht bloß verdeutscht, sondern mit Erklärung und Erläuterung versehen. Von dem Purismus des 17. und 18. Jahrhunderts scheidet sich der reaktionäre Purismus Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert geworden, was ein stürmisches Anwachsen von Nationalismus und Chauvinismus verursachte, als Resultat auch die Entwicklung des nationalchauvinistischen Purismus. Eine besonders große Rolle spielte der Allgemeine Deutsche Sprachverein 1885, der sich in der Fremdwortbekämpfung besonders ereiferte. Der reaktionäre Purismus des 19. und 20. Jahrhunderts hat auf den deutschen Wortbestand bedeutende Masse gewirkt. Briefumschlag statt Kuvert, Frankkarte statt Billett, Schriftleiter statt Redakteur. Aber sehr viele Internationalismen und andere Fremdwörter wurden von Ersatzwörtern nicht verdrängt. Unter der linguistischen Ursachen auch folgende zu nennen: Fremdwörter bzw. Internationalismen sind wortbildend produktiv. Das Telefon, telefonisch, telefonieren, telefonist. Produktiv. Telefonzelle, Telefonzentrale. Die semantischen Strukturen der Internationalismen und ihre Verdeutschungen sind nicht immer adäquat. International. Diese manchen Strukturen der Internationalismus und der Verdeutschung sind nicht mehr adäquat. Fremdwörter werden in euphemistischen Funktionen verwendet.
weswegen sie auch regelmäßig neben korrespondierenden deutschen Wörtern gebraucht werden. Die Eigenschaft der Fremdwörter wird stilistisch in Publizistik, Presse ausgewertet. Es gibt noch eine stilistische und semantische Auseinanderentwicklung der Entlehnungen von ihren korrespondierenden deutschen Äquivalenten, weil sie zum festen Bestand des lexikalisch-semantischen Systems macht, woran nachstehend ausführlich die Rede ist. Elemente der Systemhaftigkeit in den Wechselbeziehungen zwischen Stammwörtern und Entlehnungen. Probleme der Wechselbeziehungen zwischen Stammwörtern und Entlehnungen gehören zu den neuen Aspekten der Wortforschung. Das Zusammenwirken der Lexik beginnt schon beim Entlehnungsvorgang selbst. Der jeweilige Zustand des Systems setzt potenzielle Entlehnungen voraus. So war es mit der Auffüllung der thematischen Reihe von Farbbezeichnungen aus dem Französischen. Das System der entlehnenden Sprache bestimmt ebenfalls eine auf verschiedenen Entwicklungsstufen des deutschen Wortbestands belegte Regelmäßigkeiten. Bei Einführung der Entlehnung in ein neues lexikalisch-semantisches System wird die semantische Struktur der fremden Wörter nur teilweise entlehnt. Die semantische Struktur oder das Bedeutungsgefüge der fremden Wörter wird reduziert, zum Beispiel Komödie, Lustspiel. In einem neuen lexikalisch-semantischen System zeigen fremde Wörter eine Tendenz zur Erweiterung ihrer semantischen Struktur. Valenz. Die Entwicklung der semantischen Selbstständigkeit einer Entlehnung ist entscheidend für ihre Einbürgerung in ein neues System. Alle anderen Abwandlungen und Prozesse, denen Entlehnungen beim Funktionieren in einem neuen lexikalisch-semantischen System unterliegen, sind sekundäre Folge der semantischen Selbstständigkeit. Formelle Assimilation, Wortbildung, Produktivität, Geläufigkeit, regelmäßiger Gebrauch. Die Wortschatzbereicherung durch die Entlehnung besteht nicht nur in der quantitativen Erweiterung des Wortbestands, bei der Wörter entlehnt werden, die neue Gegenstände und Erscheinungen bezeichnen. Die Bereicherung des Wortschatzstandes offenbart sich auch darin, dass das Lerngut Ausdrucksmöglichkeiten der entlehnten Sprache durch begriffliche und funktionalistische Differenzierungen erweitert. Die Fremdwörter in den betreffenden schematischen Reihen oder synonymischen bewirken Zeitung, Gazette, abwertende Bedeutung Straußbukett gehoben. So, alles glossarisch. Glossar. Assimilation, orthografische, morphologische, phonetische Bedeutung, entlehnt Bedeutung, Exotismus, entlehnt, Entlehnungsvorgang, Internationalismus, Kalkierung, Lautkörper, Lernbedeutung, Lerngut, Lernwort, Lernübersetzung, Lernübertragung, Purismus, Sachwort, Entlehnung. Вопросы для самоконтроля. Fragen. Was wird unter Entlehnung verstanden? Fremde Wörter. Fremde Wörter in deutscher Sprache. Aus anderen Sprachen. Nennen Sie die Art der Entlehnung. Dubletten. Dubletten. Fremdwörterübernahme. Dacia. Lernprägung. Lernprägung, Übersetzung, Morphem, Wandzeitung, Lernübertragung, Patria, Vaterland, Lernbedeutung, Exotismen, Internationalismen auch. Wodurch unterscheiden sich formale Entlehnung von der Lernprägung? Durch es ist ein Fremdwörterübernahme
Es gibt nicht in der nativen Sprache, aber gibt es in fremden Sprachen, zum Beispiel Deutsch. Welche Arten der Assimilation der entlehnten Wörter kennen Sie, was wird darunter verstanden? Assimilation, es ist eine Übertragung. Patria, Vaterland. Synonyme. Erklären Sie die linguistischen Ursachen der Entlehnung. Es gibt erweiterte. Es gibt keine Wörter in dieser Sprache. Erweiterung, Bereifung der Sprache. Nennen Sie diese historischen Ursachen. Führen Sie einige Beispiele. Zum Beispiel aus Latein christliche Wörter aus christlichem Bereich Lexik. Wenn Germanen treiben, kommen in Handel oder Kriegs- oder einfach Beziehungen mit Römer und gibt es lateinische Sprache Entlehnungen, zum Beispiel Wein, Ziegel, Pflanze, Leerstellen, euphemistische Lexik, auch Termini gibt es aus der Fremdsprache. Nennen Sie sozialhistorischen Ursachen, führen Sie eigene Beispiele ein. Französische war aus der Kultur, aus der Mode, aus der Oberfläche, aus der Adler. Und 18. 19. Jahrhundert war auch Kriege, Wissenschaft, Beziehungen, Musik, Italienisch. Termine. Aus welchen Sprachen würden besonders viele Wörter entlehnt? Lateinisch. Welche Klassifikationen der entlehnten Lexik im Deutschen sind Ihnen bekannt? Klassifikation, Leerstellen, expressive Synonyme, euphemistische Lexik, Termine. Termine. Was wird unter dem Purismus verstanden? Purismus ist Sprachreinigung, Kämpfe für nationaldeutsche Sprache, Kampf für deutsche Sprache, national. Nennen Sie die namhaftesten Puristen, führen Sie einige Beispiele der gelungenen Verdeutschungen an. Welche Perioden der politischen Tätigkeit in Deutschland unterscheidet man? 15., 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert. Es gibt verschiedene Vereine von Puristen, zum Beispiel Mark Opitz, Höfner und andere. Zum Beispiel Briefumschlag, Kuvert, zum Beispiel nicht Billett oder Fahrkarte. Und andere. Zum Beispiel Chauvinismus, Resultat. Nationalchauvinistischer Purismus eine besonders große Rolle spielte der Allgemeine Deutsche Sprachverein 1885, der sich in der Frontbekämpfung besonders ereiferte. Der reaktionäre Purismus des 19. und 20. Jahrhunderts hat auch den deutschen Wortbestand in bedeutendem Maße gewirkt. Briefumschlag statt Kuvert, Fahrkarte statt Billett, Schriftleiter statt Redakteur. Name Philipp Harsdörfer, Johann Kley, Heinrich Kampers und so weiter.
Cäsen. Es wäre alles endlich. Wir kommen bis zum Ende. Und Test. Teste wir deine. Welche Funktion des Wortes kann als Speicherung oder Erkenntnisfunktion bezeichnet werden? Nominative. Test. Надеюсь, там есть ответы. Зимасиологи beschäftigt mit Wortbedeutung. Welche Teildisziplin befasst sich mit den festen Wortverbindungen? Phraseologie. Ich weiß das. Exakt. Welche sprachliche Einheit kann als bilateral bezeichnet werden? Bilateral. Das C. Das Wort. Auch Wort von M und Sem. Was wird in der inneren Form verstanden? Innere Form. Lexem. Was wird als das kleinste Bedeutungselement der Wortbedeutung definiert? Sem. Welche Bedeutung repräsentiert eine bestimmte Erscheinung der objektiven Wirklichkeit? Denotative. Finden Sie in folgenden synonymischen Wortreihen die ideografischen und stilistischen Synonyme. Ideografischen. Putz, Schmuck, Zierde, Zierart, Verzierung. Klug, Weise, Verstehen, Gescheit, Ort, Platz, Stelle, Schritte, Knabe, Bube, Junge, Bursche, Kleid, Kleidung, Anzug, Gewand, Tracht. Fünfte. Kleid, Kleidung, Anzug, Gewand, Tracht. Essen, Französisch, Französisch, Essen. Klein, gering, wenig, winzig. Gehalt, Besoldung, Lohnung, Sold, Gage, Honorar. Begehren, Verlangen, Wünschen, Lust haben, Gelüsten, sich sehnen. Loben, Rühmen, Preisen, herausstreichen. Rennen, Stürmen, Rasen, Sausen, Eilen, Pesen. Stilistisch. Ideografische. Gesicht, alles, Visage, Fratze. Genial, begabt, talentvoll. Weinen. Schluchzen, Wimmern. Finden Sie Antonym Nümper. Sich nähern, breit, verlangen, entschlossen, leichtsinnig, schmal, besonnen, verzögern, schwanken, beschleunigen. Verzögern, beschleunigen. Beschleunigen, entfernen, nähern. Nähern, entfernen. Annehmen, selten. Aufbauen, verkürzen, abreißen, ablehnen, gesund, ankommen, gesund, krank, erschweren, häufig, üppig, erleichtern, erschweren, erschweren, erleichtern, gezwungen, kärglich, freiwillig. Welches Wort in der Reihe Blume, Rose, Nelk kann als Hyperonym bezeichnet werden? Blume. Rose Blume. Welches Wort in der Reihe Schrank, Möbel, Möbelstück als Hyponym bezeichnet? Schrank, Möbelstück. Möbelstück, Schrank. B.
Ordnen Sie ein metaphorische Betragung, metonymische Betragung. Betragung. Hund, gemeiner Kerl, Berg, Rad, Feder, harte Stimme im Felde sein, im Krieg sein. Hund, metonymische. Bestimmen Sie die Art mit den Tafeln mit den Minen aus den ersten Aufgaben.